Willkommen von der CeBIT 2014, wo wir hier das brandneue Ative Book 9 Style haben von Samsung. Heißt, jetzt haben wir hier auch die Optik von dem Note 3. Heißt, wir haben eine Lederoptik hier außen bei dem Display und ansonsten ein wunderschönes 15 Zoll Gerät, wie wir es auch schon vorher bei dem großen Ative Book 9 gesehen haben, das ja auch auf der CES gezeigt wurde. Wir haben 128 GB SSD drin und was natürlich noch schön ist bei so einem großen Gerät ist, dass wir tatsächlich auch eine lange Laufzeit von bis zu 12 Stunden haben sollen. Hier könnt ihr nochmal die Lederoptik in Naden sehen, natürlich das Ganze nur Plastik, aber ganz schick und gut anzusehen, beziehungsweise auch zum Anfassen super angenehm. Ansonsten haben wir hier natürlich einen, in dem Fall Non-Touch-Display, allerdings spiegelnd, heißt die Farben sind schön. Wir haben Windows 8 installiert, wir sehen können auch eine koreanische Tastatur aktuell, das frisch aus Korea natürlich eingeflogen wurde, ein riesengroßes Multi-Trackpad hier für den Windows 8 Einsatz. Sehr praktisch und natürlich auch schnell mit dem i5 Prozessor. Wir haben anschlussmäßig natürlich auch einiges vorhanden, wie zum Beispiel USB 3 zweimal mit einmal extra Stromausgang, ein DisplayPort der Mikrogröße. Oder es kann auch Micro-HDMI sein, schaut eher danach aus. Ein Kensington-Lock, das ist übrigens ein Plastikgehäuse, dadurch ist das Gerät schön leicht. Hört sich allerdings auch ein bisschen billig an, wenn man nur drauf ein bisschen rumklopft, aber ansonsten die Tastatur eigentlich ganz angenehm von der Qualität her. Und wenn wir die andere Seite anschauen, haben wir hier auch nochmal den Netzwerkanschluss per Adapterkabel, dann Kopfhörer und Mikrofon in einem, noch einen USB 3-Anschluss, HDMI und Strom. Schauen wir uns die Unterseite ganz kurz an. Hier haben wir natürlich auch wieder viel Plastik bzw. den SD-Kartenleser, wie immer beim Ative Book 9, hier mit so einem kleinen Einschub, den man so nach unten klappen kann. Aber ansonsten Lüfterschlitz oder sowas seht ihr nicht, allerdings die Lautsprecher hier links und rechts unten entsprechend auch dann dort vorhanden. Das Display lässt sich bis zu fast 180 Grad nach hinten umkippen, allerdings nur fast, wie ihr sehen könnt, sind eher um die 165 Grad, würde ich jetzt mal sagen, aber völlig genug und natürlich sehr schön und im Vergleich zum neuen normalen Ative Book 9 könnt ihr sozusagen eigentlich auch fast nichts erkennen im Unterschied, allerdings dann von außen Leder gegen nicht Leder, seht ihr dann entsprechend hier die Unterschiede. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, mein Name ist Balaschka, bis zum nächsten Mal, das war das Ative Book 9 Style hier von der CeBIT 2014.